Arbeitszeit von 9 bis halb 12. Kauft euch niemals Schuhe von Levis. Ja, Bruder, natürlich steht da direkt ein Maybach. Und wenn ich hier vorbeifahre, das habe ich ganz vergessen, euch mal zu sagen, ich hätte hier fast einen Unfall gehabt. Ja, guten Morgen YouTube, wie geht es euch an diesem brutal geilen Tag? Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht es wie immer blendend, wenn so schönes Wetter ist und wenn es noch nicht zu warm ist, weil ihr müsst wissen, es ist jetzt 11 Uhr oder halb 12 morgens. Also stimmt, guten Morgen sogar noch. Ja, was geht, was treibt ihr so? Lang nichts mehr gesehen, lang nichts mehr gehört. Ich wollte jetzt eigentlich wirklich jede Woche ein Video machen, aber ich krieg's nicht hin, Digga. Ohne Spaß, ich schaffe es nicht. Wetter ist Baba, also es gibt wirklich vereinzelt nur noch Tage, wo es regnet. Auf der einen Seite bin ich glücklich darüber, auf der anderen ist es kein gutes Omen für die Zukunft. Und was auch schlecht an diesem ganzen Sonnenwetter ist, ich habe keine Ausrede mehr, keine Videos zu machen. Es war davor immer beste Sache, wenn ich einfach sagen konnte, ja, Wetter ist scheiße. Kann ich nichts machen. Tut mir leid, Digga. Auch, ich habe halt keine Idee, was ich machen soll, weißt. So, ich fahre und dann erzähle ich euch halt so Stuff, der passiert ist. Und ja, das war's halt, ne? Na komm, mach mal das. Was habe ich heute gemacht? Ich bin heute um 8 Uhr aufgestanden. Das ist viel zu früh für mich eigentlich. Weil wir natürlich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Meeting in der Früh hatten, wo ich da sein musste. Und dann dachte ich mir so, komm, wenn du eh schon unterwegs bist, dann machst du noch deine ganzen anderen Arbeiten. Und jetzt habe ich Feierabend. Ein Traum. Bruder, was macht ihr da vorne? Träumchen. Arbeitszeit von 9 bis halb 12. Könnte man jeden Tag haben, ne? Wir stellen uns safe nicht an. Safe nicht. Bruder, es ist so heiß. Und es ist halt noch nicht mal richtig heiß. Also ich habe nicht aufs Thermometer geschaut, aber ich schätze nicht, dass es mehr als 26, 27 Grad hat um die Uhrzeit. Und du hältst es wirklich nicht aus. Also wenn der Helm unten ist und ich stehe, nee, Digga. Eigentlich wollte ich jetzt nochmal ganz angenehm Wasserpfeife rauchen gehen, aber es ist zu früh. Und ich habe keinen Bock, jetzt 2 Stunden zu warten. Weil ich dachte halt, no joke, das dauert alles ein bisschen länger. Und dann schön angenehm bis 2 Uhr arbeitest halt irgendwie. Dann hockst du dich in die Stadt, Digga, isst was, rauchst was und passt. Aber Bruder, wenn du um 11:30 halt schon Feierabend hast, dann kannst du sowas nicht machen. Ihr alle denkt, es ist Luxus um 11:30 Urlaub. Oh Mann, ey, du DHL. Jetzt muss ich in den Tunnel rein, Mann. Ja, fahren wir auch mal was Neues, ne? Also, das ist ein neuer Tunnel, wie es aussieht. Ja, ist halt ein Tunnel, ne? Was sieht man? Baustellenfahrzeuge und Rollen und links ist Licht, rechts ist kein Licht. Muss man aktuell sparen. Jetzt, wo ich die Schuhe sehe, Jungs, Mädels, kauft euch niemals Schuhe von Levis. Das ist der absolut größte Müll, den es gibt. Also sie sind anders bequem, sie sind anders leicht. Sie zu tragen macht wirklich Spaß. Das Problem ist, ihr tragt die halt 1 Monat und dann könnt ihr die wegschmeißen. 1 Monat Maximum. Dann ist die Sohle durch. Ich weiß, das juckt jetzt kein Mensch, aber ich muss darüber reden, okay? Die Sohle hat so ein Wellenmuster. Und es ist genau da, wo das Wellenmuster ist, ist es halt so gerissen, würde ich jetzt einfach sagen. Es ist einfach scheiße. Levis-Schuhe sind absoluter Müll. Hier fahre ich gerade aus und dann bin ich auf der Maximilian gleich. Wollen wir eigentlich rein in die Maximilianstraße? Ja, waren wir schon lange nicht mehr. Ja, Bruder, natürlich steht da direkt ein Maybach. Und dahinter ist ein Expo. Ein GLS Maybach, dahinter wahrscheinlich auch ein ewig teurer Mercedes, ein KTM. Ist das ein Crossbow oder ich weiß es nicht. Es ist geil, das weiß ich. Jo, was steht da? Ah, ist das dieser SF90? Nee. Das ist irgendwas ganz Abgefucktes. Nee, das ist ein SF90. Das Heck sah ja mal anders komisch aus bei dem. Fetter Range Rover lang. Da Prosecco-Wagen ist wahrscheinlich der teuerste Wagen hier in der ganzen Straße. Also vom Wert her, meine ich. So, ihr versteht, was ich meine. Ja, Leute. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ich habe euch erzählt, was für scheiß Schuhe ich habe. Wir sind durch die Maximilian gefahren. Wir sind durch irgendeinen neuen random Tunnel gefahren, durch den ich noch nie gefahren bin. Ah, ich habe keinen Bock jetzt hier anzustehen, deswegen fahren wir gerade aus. Und ich muss zur Tankstelle. Ich weiß, man sieht es nicht, aber hier, ihr seht es safe auch nicht, 360 Kilometer seit letztem Tank, das heißt tanken. Und wenn ich hier vorbeifahre, das habe ich ganz vergessen, euch mal zu sagen, ich hätte hier fast einen Unfall gehabt. Ihr müsst euch vorstellen, es war am Abend, ungefähr so wie jetzt, stellt euch vorne dieses Richard-Fahrzeug da. Ist kein Richard-Fahrzeug, sondern Turbo Cayenne S.
Und genau diese Situation, ja Bruder, komm, du hättest da auch locker rüberfahren können. Ich meine, das war noch grün und er ist ohne Grund stehen geblieben. Jetzt kann, hätte ich da auch stehen bleiben können, weil er hätte es besser erklären können. Naja, stell dich vor, ich stehe hier und vor mir ist einer, der will rechts abbiegen. Und das tut er auch. Und vorne will ein Porsche Cayenne Turbo S nach links abbiegen. Und eigentlich muss er ja stehen bleiben und Vorfahrt gewähren, weil egal wohin das Fahrzeug fährt, es kommt darauf an, wo es hinfährt. Hä? Was habe ich da erzählt? Egal wo ein Fahrzeug hinfährt, es kommt an, von wo es kommt, ob es Vorfahrt bekommt. Das heißt, auch wenn er ihm null im Weg steht, wenn er da reinfährt, darf er nicht losfahren, weil er Vorfahrt gewähren muss dem anderen Typen. Hat er nicht gemacht. Und ich hatte keinen Bock zu warten, also habe ich, so wie hier jetzt gleich, okay, doch nicht, weil es grün wird, obwohl doch ein bisschen. Ich bin so links vorbei, wollte gerade aus. Porsche denkt sich, nee, ich fahr Porsche und ist dann einfach in die Kreuzung rein, Digga. Bruder, also ich habe ihn gespürt. Ich habe mit dem Bein gestriffen. Ich habe den warmen Motor an meinen Unterschenkel gespürt. Unterschenkel heißt so Wade. Wade. Oberschenkel und Wade. Nicht Oberschenkel und Unterschenkel. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Bruder, war ich da sauer. Digga, ich bin mitten auf der Straße umgekehrt und habe den erstmal gefragt, ob... Und das bisschen öfter. Und das nicht leise. Nicht leise. Ich habe erstmal 5 Versuche gebraucht, mein Visier überhaupt nach oben zu kommen, weil ich so angepisst auf diesen war, dass ich nicht mal mehr wusste, wo meine Klappe ist, um das Visier zu öffnen. Und ja, da hat sich das Bild in mir eingebrannt. 11:30 nachts, Digga. Irgendein Cayenne Turbo S, der denkt, er hat Vorfahrt, weil er ein Porsche fährt, Mann. Fahrer ist irgendein Halbtoter gewesen, Digga. Unglaublich, Mann. Und ich mit unsichtbarer Schutzkleidung, weißt? Das wäre nicht schön geendet, Mann. Das wäre gar nicht schön geendet. Ich muss hier links hoch, weil ich muss zur Tankstelle. Also ich fahr zu Allgut. Ich hätte eigentlich getankt, bevor ich das Video angefangen habe, aber ich war bei einer Tankstelle total, ja, total versagen, würde ich sagen. Bruder, die hatten Diesel, E10 und 98. Ich will doch ganz normales 95er reinhauen, Digga. Was ist so schwer daran? Vor allem, die werben da noch, dass sie 95 haben. Dann gehst du an die Zapfsäule, Bruder, E10. Ja, danke. Dir auch danke, du dummer. Das kostet 1,85. Ja, komm, kann man machen. Ich bin glücklich, dass man jetzt neuerdings auch stehen bleiben darf und nicht überall fahren schnell sitzt, man absteigen muss vom Motorrad. Naja, YouTube. Ich würde sagen, wir hauen rein. Ich fahre jetzt eh nur nach Hause und mache mir da wahrscheinlich ganz gechillt einen Shisha an, Digga. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da, abonnieren, all euren Freunden zeigen, all euren Freundinnen zeigen, all euren Familienmitgliedern zeigen. Gönnt einfach mal. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann was glaubt ihr, geht rein. Boah, safe 25 Euro, Mann. Was aber auch geil ist, wenn man tankt, wie es dann langsam kalt wird im Schritt. Ah, das tut weh. Das tut schon echt weh im Herzen. Ein bisschen wackeln. 24,32. Amanaku, ich habe mal für 20 Euro voll getankt. Naja, YouTube. Genießt das schöne Wetter und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Jalla. Bleib stehen. Wo stehe ich nah dran? Oh mein Gott. Fast hingefallen.